Der Nachthimmel ist erleuchtet vom Licht der vielen, vielen Sterne. Dabei beginnt das Leben eines Sterns als unscheinbare Wolke aus Gas. Diese Wolke beginnt sich langsam unter der eigenen Gravitation zusammenzuziehen. Es bildet sich langsam die bekannte Kugelform aus. Der Druck und die Temperatur im Innern des Sterns beginnen zu steigen. Im Innern des Sterns beginnen erste Kernreaktionen und die Kernreaktionen erzeugen Energie und Licht. Die Energie und das Licht erzeugen einen Gegendruck gegenüber der Gravitation und der Stern stabilisiert sich. Ein neuer Stern ist geboren und befindet sich im sogenannten hydrostatischen Gleichgewicht. In diesem Gleichgewicht befindet sich ein Stern die meiste Zeit seines Lebens. Leichte Sterne leben länger als schwere Sterne. Ein leichter Stern beendet sein Leben als sogenannter weißer Zwerg. Weiße Zwerge bestehen hauptsächlich aus Helium, Kohlenstoff und Sauerstoff und kühlen über Jahrmillionen Jahre im Universum ab. Schwere Sterne, schwerer bedeutet mindestens 8-mal die Masse unserer Sonne, denen blüht ein anderes Ende. Diese Sterne brennen deutlich heller, schneller und heißer und die Lebenszeit verkürzt sich von Milliarden von Jahren zu Millionen Jahre. Kernreaktionen im Innern dieser Sterne führen zu einem Eisenkern und die Kernreaktionen kommen zum Erliegen. Aufgrund der Gravitation beginnt der Stern zu kollabieren. Während diesem Kollaps werden weitere Kernreaktionen freigeschaltet und die frei werdende Energie führt zu der gewaltigsten Explosion im heutigen Universum, einer sogenannten Supernova. Während der Supernova schleudert der Stern seine Hülle ins Universum und zurück bleibt ein Neutronenstern. So endet der Lebenszyklus des Sterns, bietet aber einer neuen Generation von Sternen den benötigten Brennstoff. Und der Zyklus beginnt von neuem.